Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Forest. So, in der letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen hier an unserer Festung weiter gebastelt. Und das gleiche würde ich heute weitermachen wollen. Also weitermachen wollen. So, aber zuerst, ihr habt es gerade gesehen, mein Lagerfeuer, das ist verbrannt. Und ich muss es wieder instand setzen. Mal ein bisschen Licht machen. Mist. So, an Lurchen mangelt es uns ja hier nicht. Aber an Ästen. Äste kann ich gebrauchen. So. Den haben wir noch hier. Schön. So. Ja, es ist nass, ist kalt. Ist ja kein Wunder. Ach, Mist. Schlafen können wir noch nicht. Gut, dann heben wir uns das Lagerfeuer erstmal auf. Wie lange brauchen wir noch? Ja, so 5 Minütchen noch. So, dann können wir ja in der Zwischenzeit ein wenig weiterbauen. Gestern habe ich, oder haben wir ja in der letzten Folge. Also können wir fleißig weitermachen. Sehr schön. Ich sehe nur im Dunkeln nicht, wo mein mein Lockslack Schlitten Dings da ist. Hab ich ihn hier mit reingenommen? Keine Ahnung, ich sehe es auf jeden Fall im Dunkeln nicht. Naja, vielleicht am nächsten Tag, wenn es etwas heller ist. So. Und rein da. Zack. Na. Jawohl. So, fall um. Habe ich es wieder geschafft, was kaputt zu machen? Ich glaube ja, oder? Ja, das ist schon ein bisschen unpraktisch. Aber na gut, es ist ja wie im wahren Leben. Und wenn ein Baum irgendwo da drauf knallt, dann sollte es ja auch normal kaputt gehen. Alter Schwede. Was war das denn jetzt für ein Regenschutt? Okay, ich muss aufhören. Wir bekommen Besuch. Ich habe nämlich da vorne gerade Lichter gesehen. Ah, hier steht er ja. Ich habe eben gerade eindeutig Licht gesehen. Und ich würde jetzt gerne mal schlafen wollen. Jawohl, wir können schlafen. Sehr schön. Es ist Tag. Ein bisschen tut es noch regnen, aber... Oder das kommt auch hier unten, dieser kleine Tümmel da sein. Ein bisschen
sehe, was das sein soll. Naja, es ist wie immer, nach dem Schlafen müssen wir essen und trinken. Hallo? Ich? Das haben wir. Danke. So, jetzt mal schnell ein bisschen Feuer hier drauf geben. Braten wir uns gleich noch einen Pfeil durch und dann sieht die Welt schon wieder besser aus. Ja, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Herrschaften, die haben uns bis jetzt noch in Ruhe gelassen. Weitestgehend. Vergangenheit, da hatten wir es ja ein bisschen schwieriger mit denen gehabt. Aber es ist mir so ganz lieb. So, getrunken haben wir. Jetzt müssen wir noch hier so ein... Ich glaube, das ist ein schlechter Lurch. Ja, ich glaube. Der alte Vergammelte, der liegt da noch. Zack. Hier, den guten nehmen wir mal drauf. Mr. Good Looking is Cooking. Bei mir gibt's Lurch in allen Variationen. Gekocht und gebraten. Mit Kräutermarinade. Oder nur mit Salz und Pfeffer. Oder Blaubeeren, was man halt hier so im Wald finden. Oder Pilze. So. Gefuttert haben wir. Weiter geht es. Lichtschickern weg. Einmal hier rum. So, alles tutti. Weiter geht's. Ja, also es ist Wochenende bei mir. Und wenn ich mal so ein Resümee von der Woche mal ziehen soll... Gab ja leider traurige Nachrichten. Jeder kennt ihn oder hat ihn kennengelernt. Bud Spencer ist tot. Leider. Also ich habe all seine Folgen mit Terence Hill gerne geguckt. Und ja, ist wirklich traurig, dass er von uns gegangen ist. Da... Daraufhin nochmal mein herzliches Beileid an die Beteiligten, die Bud Spencer halt näher standen. Wollte ich nur mal angesprochen haben, also. Ui, jetzt fluppt der. So, okay. Dann nehmen wir uns noch den hier vor.
Oh nein, 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 nein! Der war natürlich sehr grandios. Fall. So, wir haben ihn wieder voll gekriegt. Ich höre was. Och nö. Scheiße, bei mir jetzt gerade. Warum ruckelt es gerade bei mir? Mann, ich hab voll die Ruckler, was soll das denn? Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht bei uns vorbei. Okay, da ist er schon. Hoffentlich lassen die meine Baustelle in Ruhe. Also das war wirklich bisher die friedlichste Begegnung mit denen. Natürlich. Hat schon lange nicht mehr geregnet. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die mein Hacken mit der Axt hören. Also ich hacke jetzt mal. Dann müsste eigentlich der Kannibale, dann müsste er als erstes hier eindrudeln.
Alter. Ich muss gerade mal flüchten. Alter Schwede, was ist der schnell? Muss doch auch hier irgendwo eine Spinne dran sein. Diese kleinen Babydinger-Geräusche da durch den Wald hangen. Aber meistens auch eine Spinne dran so unterwegs. Nee, das ist mir gerade so unsicher hier. Ich verlasse mal das Gebiet. Och, meine Güte. Warum hakt mein Rechner heute so? So, ganz geschwind Richtung anderer Basis. Ich glaube, das ist bisher immer noch der beste Weg. Das heißt natürlich nicht, was näher ist. Rechts die Basis oder links? Ui, ein Regenbogen. Wie schön. Jedes Mal wieder erstaunt, wie so ein Regenbogen mich erfreuen kann. So, hier steht, glaube ich, auch noch alles. Jawohl. Cool, cool. Und ist noch nicht mal weit von der Basis entfernt. Also von dem Loch. Nur alles ganz einwandfrei. Ich will da rein. So. Ja, ihr Lieben, hätte ja heute gerne mehr gemacht, aber dieser 3 Meter große, 3- oder 4-armige Typ da, oder Monster ja gesagt, hat mir mal natürlich in die Suppe gespuckt heute. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Folge wieder etwas mehr bauen können. Wir sind ja auch fast am Ziel. Das ist natürlich eine große Baustelle, die wir uns da angeeignet haben. Aber bis jetzt sind es ja noch ca. 60 Loks, die wir noch brauchen. Also wir sind schon relativ flink unterwegs. Ja, ich speichere mal hier ab. Ja. Wir nehmen mal den. Ja. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zum fleißigen Häusle bauen. Gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Oder einen Daumen hoch, wenn mir noch lieber. Oder noch lieber ein Abo. So, bis dahin, euer Buzzy. Ciao.